Ja, herzlich willkommen zum 37. DocFest, dieses Jahr in der dualen Edition, im Kino und auch digital zu Hause. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt das Publikumsgespräch und das Q&A zu dem Film Schwarzarbeit von Ulrich Grossenbacher führen dürfen. Und mit mir auf der Bühne ist eben der Regisseur Ulrich Grossenbacher, dann die Produzentin Barbara Burger und einer der Protagonisten Freddy Geiser. Herzlich willkommen hier auf dem DocFest. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde gern einfach erstmal ein paar Fragen stellen und dann freue ich mich total, wenn auch Fragen aus dem Publikum kommen. Und ich würde am liebsten mit Freddy anfangen. Und zwar würde meine erste Frage wäre, welchen Anteil deiner Arbeitszeit verbringst du denn im Auto? Ich muss viel aufheben. Die modernen Autos erlauben uns das auf dem Computer nachzuverfolgen. Ein Drittel meiner Arbeitszeit. Ein Drittel? Heißt circa 700 Stunden im Jahr. 700 Stunden im Jahr, okay, nicht schlecht. Und woher wisst ihr als Arbeitsmarktkontrolleure, wo ihr reingeht und wo ihr nicht reingeht, habe ich mich gefragt, als ich den Film angeschaut habe. Ja, wir haben einerseits Aufträge, die klar definiert sind, und andererseits ist das intuitiv und vielleicht die Gewohnheit auf gewisse Dinge zu schauen, wie Unprofessionalität, Fahrzeuge, die nicht angeschrieben sind, Leute, die schlecht ausgerüstet sind und so weiter. Also man hat einen professionellen Blick dafür, wo etwas nicht stimmen könnte. Ja. Aber ihr habt nicht das Befugnis, jemanden festzunehmen oder so, sondern ihr müsst die Polizei rufen. Genau, wir haben keine Befugnis, wir sind auch nicht vereidigt. Und das ist auch nicht unser Ziel. Und wenn es rechtswidrige Handlungen hat, müssen wir die Polizei beiziehen und die müssen das abarbeiten. Und was ist euer Ziel dann, wenn du sagst, es ist nicht euer Befugnis und nicht eure Aufgabe, Leute festzunehmen, was ist dann euer Ziel? Grundsätzlich ist unsere Aufgabe eine Aufgabe vom Arbeitsmarktkontrolle. Das geht vorerst um Lohn- und Arbeitsbedingungenkontrolle und das Entsendegesetz durchsetzen. Mhm. Und dann kommt einfach immer eine höhere Stufe, bis dann eben die Polizei vor Ort kommen muss, wenn rechtswidriger Aufenthalt erwiesen ist oder festgestellt wird. Okay. Und dieser Film ist ja ein investigativer Dokumentarfilm. Ja. Was mich wirklich umgehauen hat, ist, dass ihr wirklich so viele Menschen auch wirklich im Bild zeigt. Man ist wirklich absolut in der Aktion dabei bei eurem Film. Wie bist du vorgegangen und wie hast du auch geschafft, dass all die Menschen, die kontrolliert wurden, auch einverstanden waren, dass du sie zeigen darfst dann in deinem Film? Das war, ich habe mit dem von Anfang an gerechnet. Ich hatte auch mit sehr viel Dreharbeiten gerechnet. Und der Ausgangspunkt war eigentlich immer so im Graubereich. Wir konnten uns ja nicht vorher anmelden. Und ich habe mich dann zum Teil, wenn es ging, Anfangskontrolle zu erkennen gegeben, habe kurz gesagt, dass das eine unabhängige Produktion ist. Und ich hatte sehr viele in verschiedenen Sprachen auch Merkblätter dabei, kleine Verträge, einfache Verträge, die auch in sehr vielen Sprachen waren. Und ich hatte eigentlich während den Kontrollen auch immer Zeit, mit den Leuten zu sprechen. Also jetzt gerade, wenn man die letzte Szene anschaut, da wurden ja dann vielleicht 4, 5 Leute befragt. Die Befragungen, die gingen auch immer viel länger natürlich als jetzt, was man da im Film sieht. Also ich hatte dann auch Zeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und du hast ihnen erklärt, was deine Aufgabe ist. Und ich habe ihnen auch erzählt, was meine Absicht ist vom Film, dass ich machen möchte, dass sie gute Lohn- und Anstellungsbedingungen haben, dass sie gut bezahlt werden. Und dann waren eigentlich schon sehr viele damit einverstanden, im Film vorzukommen. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel die ganzen entsandten Kontrollen, die waren nicht so komplex. Da waren die Leute eigentlich fast meistens einverstanden, dabei zu sein. Also jetzt so deutsche Handwerker in die Schweiz arbeiten kommen, die verdienen ja dann vielleicht ein Drittel besser als in Deutschland, und das ist natürlich für die eine tolle Sache, dass es diese Arbeitsmarktkontrolle gibt.
die waren eigentlich sehr einverstanden. Und ja, es war so, okay, also es ich war hatte einfach mit sehr viel Arbeit gerechnet. Das waren über 50 Drehtage, Arbeitsmarktkontrolle. Ich wusste, dass ich nicht alles Material benutzen kann. Und ja, verstehe. Erstaunlicherweise waren zum Teil auch eben jetzt in der letzten Szene der Firmeninhaber, der war ja auch dort, dem war das irgendwie egal, der hat mir auch das Formular unterschrieben. Ich hatte das mehrmals, dass sie, dann sagten sie einfach, ja, wenn man das Wirtshausschild nicht sieht, dann spielt das keine Rolle. Mhm. Ja, total interessant. Ja. Und dann es gibt ja zum Beispiel diese Szene mit dem Mazedonier auf der Baustelle, wo dann, ich glaube, Stefan Hirt ist der eine Kontrolleur und seine Kollegin, die dann überlegen, ob sie ihn gehen lassen oder ob sie ihn laufen lassen. Ja. Ja, war das von Anfang an klar, dass, darf man sowas einfach zeigen? Also ich habe mich auch gefragt, ist das vielleicht... Ich war gegenüber den Arbeitsmarktinspektoren total offen. Also sie hatten auch mein Drehbuch gelesen, sie wussten, was ich über sie denke. Und ich habe natürlich gehofft nachher bei der Visionierung, sie konnten auch alle den Film anschauen und dann vorab sagen, habt ihr den Film gesehen? Mhm. Also ja, sicher, okay. Also den Rohschnitt konnten sie auch Einfluss nehmen. Und ich habe natürlich gehofft, dass er das durchgehen lässt. Und er hat es dann okay gefunden, das geht für ihn, weil er hat so wie seine offizielle Version ist, er hat ja nur darüber spekuliert, was passieren könnte. Und weil sie ja keine polizeilichen Anhalterechte haben, kann er durchaus auch wegspringen und darf ihn ja dann nicht am, quasi am Arm abpacken und zurückbehalten. Mhm. Ich finde es extrem mutig von ihm. Jetzt die Geschäftsleitung von der ANKB findet das ein bisschen weniger lustig. Und dann noch weiter oben, also die ganze, das Amt für Wirtschaft findet es noch weniger lustig, gell? Aber das geht mich jetzt nichts an. Also es war irgendwie, es war ein richtiges, dass ich das alles so durchmanövrieren konnte und an den falschen Personen vorbeischlaufen konnte, das war gar nicht so einfach. Das glaube ich. Das war recht komplex. Aber das ist so wichtig für den Film. Aber jetzt ist es irgendwie wichtig, es ist wichtig für den Film. Ja. Und es... Ja, weil dadurch... Man spürt auch eine Realität dahinter. Und eine Haltung auch. Eine Haltung, genau. Ja. Und ich stelle noch eine Frage und dann sind Sie dran. Ich noch mal eine Frage an Friedi. Wie war das denn, das Kamerateam hinten im Auto im Nacken sozusagen zu haben? Was war das für ein Gefühl? Normalerweise arbeitest du ja ohne Kamerateam. Ja, eigentlich war das so. Das waren ja auch sehr viele Stunden. Und das hat sich auch irgendwie mit der Zeit eingespielt. Und Uli hat sich auch, seine Art ist, sich unbemerkbar zu machen. Und das war dann auch so. Und irgendwie war auch nicht viel Zeit, um daran zu denken, wie das sein könnte. Und auch die Instruktionen von Uli kamen nicht durch, weil wir sind auch zum Teil sehr spontan am Geschäft. Und da gibt es keine Zeit zum Briefen, jetzt machen wir vielleicht dies oder das. Ja. Und wenn Uli sagt, Moment mal, ich habe noch ein Kabel, wo ich einstecken muss oder ein, dann sind wir weg. Klar. Und das war sein Teil, eben trotzdem dabei zu sein. Und unser Teil war, so zu arbeiten und zu handeln, wie wir es immer machen. Und das ist irgendwie Uli gelungen, uns so Vertrautheit zu schenken, dass das einfach normal war. Ja, oder? Und die Gespräche im Auto, war da Ulrich ein Stichwortgeber oder sind die einfach so entstanden? Weil es sind ja hochphilosophische Gespräche, die ihr da alle miteinander führt. Eigentlich sind das spontane Gespräche. Eben, Sie haben das angedeutet am Anfang, wir sind 700 Stunden unterwegs mit dem Kollegen. Und das sind nicht immer Höheflüge in den Diskussionen, sagen wir es mal so. Und Uli hat vielleicht einfach das rausgefiltert, wo das wo wir jetzt sehen. Ist. Ja. Wolltest du? Es war eigentlich, ich hatte eine Szene, die war ein bisschen von mir
wie soll ich sagen, initiiert. Und das ist die Geschichte von Markus, von seinen, mit seinen Saisonier-Eltern, weil er hat diese, diese Geschichte, hat er mir mal bei den Recherchen noch erzählt, wo ich keine Kamera dabei hatte. Und er hat das so toll erzählt und das wollte ich unbedingt haben. Und dann hat er, seine Stellung hat dann gewechselt, er war dann plötzlich nicht mehr so oft im, unterwegs. Und dann habe ich das ein bisschen, könnte man sagen, das ist arrangiert mit der Regula, ihr macht jetzt mal eine Kontrolle und ich habe sie, ich habe ihr gesagt, sie soll ihn zu seiner Geschichte befragen. Okay. Aber ich habe eigentlich während den, wegen dem, während den Fahrten habe ich eigentlich nie eingegriffen. Mhm. Also die ganze Autofahrt unten mit Krümel und mit Stefan, das war wirklich spontan. Dieses Gespräch hat sich spontan so ergeben. Ja, was für ein Geschenk. Ja, super, ja, großartig. Ja. Ich habe das natürlich von Anfang an gespürt, dass die Arbeitsmarktinspektoren, dass die ja sehr eigenständig sind, auch im Denken. Und ich fand sie, es gibt kaum jemand, der so einen tiefen Einblick hat in den Arbeitsmarkt wie sie. Und ich wollte unbedingt ihre Gedanken haben zu ihrer Arbeit. Mhm. Was mir auch gefallen hat, ist, dass die meisten kommen ja so von einem gewerkschaftlichen Hintergrund oder mit sozialem Engagement. Und durch das geraten sie ja manchmal auch ein bisschen in Zwiespalt, also mit dieser Arbeit. Und das, genau, das hat mich sehr interessiert vom Film her. Das war auch so wie gedacht, dass eine, ein filmisches Element, quasi ihre Gedanken. Das war der Gedanke dahinter. Ja, genau. Ja. Ja, gibt es Fragen? Ich freue mich natürlich sehr auch auf Ihre Fragen. Ja, bitte sehr. Aus dem, man geht aus der reinen Beobachtung raus, vielleicht, das ist die Frage. Das war, ich wiederhole nur ganz kurz, weil wir brauchen es für die Aufzeichnung. Genau, ich fasse es zusammen. Genau, also es geht um den, einfach um den Erzählstrang mit Corrado Pattini, der als Alt er war Nationalrat. Als Alt-Nationalrat und als Gewerkschaftsmitglied da spricht. Und warum hat der Film diese politische Komponente auch und nicht nur, ist nicht nur eine reine Beobachtung, nicht nur ein rein beobachtender Dokumentarfilm? Das war, als ich anfing zu recherchieren, war das Thema. Wir hatten eine große Auseinandersetzung mit dem Rahmenabkommen in der Schweiz. Also die Europäische Union, die wollte ein Rahmenabkommen mit der Schweiz aushandeln, dass quasi der Lohnschutz, der würde dann nicht mehr eigenständig von der Schweiz definiert, sondern das wäre der Europäische Gerichtshof, der das dann sanktioniert. Das war der eine Punkt und sie wollten auch ganz viele Punkte quasi wie den Arbeitsschutz schwächen in der Schweiz. Also wir haben eine 8-Tage-Fristregelung, also die müssen eine Firma, die in die Schweiz arbeiten kommen will, muss sich 8 Tage im Voraus anmelden, damit sie genug Zeit haben, das zu kontrollieren. Das braucht ja eine gewisse Organisation. Das war ein Punkt und dann die Schweiz hat eine Kautionspflicht, also es gibt für gewisse Firmen, die müssen dann große Gerüstbaufirma oder was, die müssen dann schon mal 20, 30, 40.000 Franken Kaution hinterlegen, dass wenn dann die Löhne nicht
ordnungsgemäß bezahlt sind, dass man keinen Rechtsfall in Rumänien oder in Deutschland anstreben muss, sondern man kann sich gleich an diesen Kautionen bedienen und die Löhne den schlecht bezahlten oder den geprellten Arbeitern bezahlen. Das wollte die Europäische Union alles weghaben. Und das war, also war natürlich nicht nur, das war nicht nur der Lohnschutz, das war auch noch, das ging auch noch um weitere Liberalisierungen, also dass quasi der Staat nicht mehr Wohnbaugenossenschaften finanzieren darf. Es gab ganz viele Punkte, das war eine Riesenaufregung in der Schweiz. Als ich anfing zu recherchieren, war das noch kein Thema, das kam dann so nach 2, 3 Monaten kam das auf und der Corrado Pardini war damals der Wortführer im Parlament für diesen Lohnschutz. Die Gewerkschaften haben sich dann quergestellt, haben gesagt, wir diskutieren nicht mehr mit, wir verhandeln nicht mit, es gibt einfach ein Nein, das sind die roten Linien. Und das war eigentlich so wie die SVP, den Sie auch sehen, das war die rechtskonservative, fremdenfeindliche Partei, wo er dann am Schluss auftritt. Das waren so diese zwei Blöcke, die dann eigentlich aus ganz unterschiedlichen Gründen gegen dieses Rahmenabkommen waren. Und die Mitteparteien oder die FDP, die haben dann so einen Schlingerkurs gemacht. Am Schluss waren sie dann alle gegen dieses Rahmenabkommen, außer die Grünliberalen. Und ich hatte das dann so als dramaturgischer Bogen gedacht, ja, kann dieser Corrado Pardini sich jetzt durchsetzen? Dieser kleine Gewerkschafter von Lies gegenüber der Europäischen Kommission oder Union, das war so der Plot. Nur kam es dann anders, als ich dann den Film finanziert habe, wurde Corrado Pardini im Parlament abgewählt und das Rahmenabkommen hat der Bundesrat dann auch Bach abgeschickt. Und das Problem ist immer noch nicht gelöst, also die Schweiz wurde dann ja aus ganz vielen ausgeschlossen zur Strafe, also sie dürfen jetzt bei Horizon nicht mehr mitmachen, sie wollen quasi diese bilateralen Verträge, die dann auslaufen, nicht mehr aufdatieren und das hat zum Teil ja rechte Auswirkungen für gewisse Firmen, oder? Also jetzt die Medizinalbranche, die kann dann plötzlich nicht mehr in die Europäische Union liefern. Es wird dann sehr kompliziert und jetzt als nächstes sind dann andere Branchen dran. Also das ist ein großes Ding in der Schweiz. Ich denke, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger verständlich hier in Deutschland. Ja. Ja, wir wissen nichts drüber aber eigentlich. Da wisst ihr gar nichts drüber. Das war in der Schweiz ein Riesenthema. Also, ja. Genau. Ja. Aha. Weitere Fragen? Ja, bitte. Sie meinten ja vorhin, dass Sie durchaus viel Zeit gehabt haben, bei den Kontrollen dann auch mit den einzelnen ArbeiterInnen zu sprechen, um dann eben für Filmerlaubnis und so weiter. Ja. Aber im Film kamen ja die Arbeiterinnen dann immer nur in Gesprächen mit den Lohnkontrolleuren vor. Warum diese Entscheidung? Also warum kam kein Interviews oder dergleichen mit ArbeiterInnen? Ich wollte, das war eigentlich das Setup. Ich wollte keine Interview führen, auch nicht mit den Arbeitsmarktinspektoren. Also das habe ich so nicht geplant. Ich hatte ganz ursprünglich gedacht, ja, eventuell würde ich dann so das Filmen so und dann würde ich wie die Perspektive wechseln, würde ich vielleicht mit einem ausgeschafften Arbeiter, was weiß ich, nach Mazedonien reisen und schauen, wie er dort lebt. Aber ich fand dann irgendwie spannender, einfach bei diesem Moment zu sein, ich fand, dort ist irgendwie so wie zwischen Hammer und Ambus, also so die reiche und die arme Welt, die treffen sich da für einen kurzen Moment und dann bricht das ganze Elend auf. Und das fand ich eigentlich spannender, als jetzt zu schauen, wie der Ausgeschaffte dann, wie der lebt in Mazedonien oder wie er dort keinen Job hat oder so. Ich fand diesen Moment stärker und ich wollte eigentlich da bleiben, aber ich dachte, das ist irgendwie schön, jetzt kann ich mal einen Film machen ohne Interview.
Das fand ich irgendwie die Herausforderung. Das war der Plan. Ja, genau. Hat auch ein gewisses Gewicht, finde ich, wenn ja, man natürlich einfach nur durch die Emotionalität und den Moment das erleben kann. Mir auch, war auch wichtig, dass man die Leute nicht verpixelt. Darum habe ich auch diesen großen Aufwand auf mich genommen. Also dass man nicht so, wie man das kennt sonst von Aufnahmen, man blurrt es, man verpixelt es oder so, weil ich wollte diesen Menschen auch ein Gesicht geben, weil wir kennen die meistens nur so aus Statistiken und aus, ja, das sind dann so Statistiken, die erscheinen dann als 5,6% oder als, ich weiß nicht, in Deutschland vielleicht 10%, Frankreich vielleicht 15-20%, Spanien dann 30%. Und ich wollte aber diese Prozente, dass man die auch sieht als Menschen. Das war mir ganz wichtig. Meine Frage geht zur Kamera, weil Sie haben ja, Sie holen sich dann die Erlaubnis später, aber Sie gehen ja dann rein bei der Inspektion mit der Kamera, richtig? Mhm. Und das erzeugt ja auch eine andere Form von Autorität letztendlich. Also in der Situation jetzt für den Arbeiter da zum Beispiel, das ist eine Frage, keine Wertung. Ja. Und mich interessiert eben, ob es da schon Gedanken darüber gab, was das denn bedeutet, wenn dann noch, also wenn diese Inspektion halt mit den Kameras gemacht wird. Also ob das was verändert, also, wenn die Kamera dabei ist. Ob es was verändert, genau. Das war eigentlich jetzt in diesem Film fast überhaupt nicht so, weil die Leute sind unter wahnsinnigem Stress. Also die Arbeitsmarktinspektoren sind total fokussiert, oder? Die müssen wirklich schauen, dass sie die Situation, man kommt irgendwo rein und man muss die Situation unter Kontrolle bringen. Und ja, das ist gar nicht so einfach, dass man das kontrollieren kann. Und die Kontrollierten, die sind auch wahnsinnig fokussiert auf ihr Problem. Es gab auch Situationen, wo sie dann die Hand draufgestreckt haben und ich durfte nicht mehr weiterfilmen, das ist klar, das gab es auch. Aber ganz viel, es war eigentlich sehr unproblematisch zum Filmen, muss ich sagen, weil die Leute waren total fokussiert auf diese Kontrolle, auf was jetzt passiert, was jetzt mit ihnen passiert und so. Von dem her war das Filmen, ja, ich habe das sicher auch so erlebt wie Sie als Publikum, oder? Mir war das auch eigentlich unangenehm. Also das hat mich auch nervös gemacht, wenn man unangemeldet irgendwo reingeht. Das ist unangenehm und ich filme ja eigentlich auch nicht gern so, aber es war nicht anders möglich, diesen Film zu drehen. Ich konnte nur so von einem Graubereich starten und dann versuchen, während der Drehzeit das irgendwie in etwas Erlaubtes, Weißes zu drehen. Das ging nicht anders. War das so, dass ihr die Kamera auch komplett vergessen habt, weil ihr einfach auf ganz andere Dinge konzentriert wart? Ja, meistens schon. Das ist auch klar. Wir haben so viele andere Punkte, die wir beachten müssen. Mhm. Wenn ich in einen Betrieb gehe, wo zum Beispiel ein Restaurant, dann sind Bruchteile von Sekunden, wo die Leute sich von Arbeiter zu Gäste umwandeln. Ne? Vom Stehen zum Sitzen, so schnell geht das. Also da haben wir so viele andere Aufgaben, eigentlich, ist wie weg, vom Wind weggeblasen. Kann ich mir vorstellen. Und das kommt dann erst, wenn die Situation ruhiger wird, dann wieder zum Vorschein. Und da gab es auch einige Situationen, wo man merkte, dass die Leute für sie sehr unangenehm ist oder gar Aggressivität aufkam. Und dann ist einfach mit der Drehung fertig gewesen. Aber das sind wenige Fälle effektiv, ja, was so war. Es war relativ wenig, ja. Ja. Und Uli hatte auch sehr viel Zeit. Das kommt vielleicht im Film nicht so zum Vorschein, aber die Aktionen, wenn sie kompliziert werden, werden die auch sehr lange. Sagen die, das kann eine Stunde, zwei, drei dauern, bis die Situation für uns klar ist. Ist der Aufenthalt ein richtiger? Ist es die Person auf dem Ausweis?
und so weiter, habe ich Kontakt mit dem Migrationsdienst, dann vielleicht Kontakt mit einer anderen Behörde. Und irgendwie ist das, zum Teil geht das 2-3 Stunden und Uli hat immer Zeit, eigentlich mit den Leuten dann ins Gespräch zu kommen und eben auch die Bewilligung so einzuziehen. Es war mit viel Zeit verbunden. Was mich auch ein bisschen, was ich ein paar Mal fand, dass gerade, wir haben ja mehrere Restaurants gefilmt, das waren vielleicht 11 und in 7 musste die Kantonspolizei kommen. Also es ist wirklich ein großes Problem in der Schweiz. Ich nehme an, in Deutschland wird das nicht anders sein. Und es gab auch solche, die dann, wo ich das Gefühl hatte, die sind irgendwie, ja, wenn ich jetzt noch mit der Kamera da bin, das wird noch dokumentiert, weil ihnen wird ja auch Unrecht angetan. Die arbeiten vielleicht für 1000 Euro, also vielleicht für Deutschland schon ein guter Lohn, in der Schweiz ganz ein schlechter Lohn, bis 1500 Franken. Und für das müssen sie 10 Stunden arbeiten und dann zum Teil eben 7 Tage. Und dann werden sie rausgeschmissen und die hatten dann auch, ich dachte, für die ist das noch, war das irgendwie so, das versinkt jetzt nicht im Nichts, das wird jetzt noch dokumentiert. Ich habe das irgendwie auch so. Also die waren dann bereit, das zu unterschreiben und hatten da kein Problem. Ja, das ist auch gesehen werden und in, ja, irgendwie, in, das ist nicht im so, Unrecht gesehen ja, werden. Ja, in nichts versinkt irgendwie so. Ja. Also es ist nicht nur. Da gibt es noch, nee, ist okay. Noch eine Frage an die Produzentin. Es gibt an einer Stelle klingelt ein Handy und das ist ein ziemlich bekannter Song gewesen. Musste das geklärt werden? Die Melodie des Klingeltons, ist das ein Problem aus Produzentensicht? Nein, das haben wir nicht geklärt. Okay. Das nahmen wir einfach als Klingelton, als vorhandene Musik und haben da keine Abklärungen gemacht. Nein. Was war das Herausforderndste jetzt bei dieser Produktion? Ich könnte mir vorstellen, dass es kein Film war, der jetzt ganz einfach planbar und produzierbar ist. Einfach die Ruhe bewahren und die Arbeit unterstützen auch, weil das war immer aufregende Drehtage, wenn sie zurückgekommen sind. Und auch wenn es dann, wenn vielleicht eben, sie haben 300 Stunden Material gehabt, viele Drehtage, eben auch damit, wenn man damit gerechnet hat, dass Leute sagen, nein, ich möchte nicht mitmachen und einfach da unterstützend und das Projekt unterstützen, damit es zu einem Film dann kommen kann. Ja. Ja, so. Man muss noch sagen, wir sind eine Autorenfilmproduktion. Wir wechseln uns ab, sie ist auch Regisseurin. Okay. Und wir wechseln uns ab in der Produktion. Also ich habe ihren letzten Film produziert und sie jetzt meinen. Und wir haben durch das eigentlich ideale Bedingungen. Also wir drehen dann halt so lange, wie wir wollen. Ja. Und wir schneiden so lange, wie wir wollen. Wir sind nicht abhängig. Also wir sind sehr eigenständig, können wir funktionieren. Ja, genau. So. Ja. Das haben wir jetzt immer so gehandhabt. Das ist eine schöne Art zu arbeiten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und vielleicht am stressigsten waren bei der Pflegefrau, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ein großes Thema ist, diese Pflegenden, die nach Hause geholt werden und dort arbeiten. Das hat dann die Firma mitgekriegt, die sie nicht anständig angestellt hat und die hat uns, das war ziemlich am Anfang, und die hat uns dann sehr viele Drohmails geschickt. Und das war für mich so etwas vom, so eine Knacknuss, das auszuhalten. Ja. Ja. War bestimmt belastend. Ja, genau. Ja. Und wie weit lassen wir uns da auf ein Gespräch ein und wie weit fokussieren wir uns auf unsere Filmarbeit und um diese Dinge, die wir besprechen möchten? Und was halte ich aus und wann wird es wirklich gefährlich und ich muss mich rechtlich absichern möglicherweise? Das haben wir dann am Schluss gemacht. Wir haben das mit einem Anwalt angeschaut, der uns dann beraten hat, inwieweit wir mit dem Folgeproblemen rechnen müssten oder nicht. Also ob man den Film verhindern könnte. Genau. Okay. Das größte Problem. Ja. Aber es kann immer noch Probleme geben. Also es ist klar, da wird Namen genannt, das könnte von irgendeiner Seite, könnte das rechtliche Probleme geben. Aber der Cutter hat gesagt, er kommt dann mit mir ins Gefängnis, wenn es sein muss.
Das also ist ja so eine solidarische Filmproduktion. Ja, ich hatte einen hervorragenden Cutter. Er hat übrigens, der heißt Christoph Scherdenleib und der hat sehr viele Filme von Ulrich Seidel geschnitten. Der war wirklich wahnsinnig gut und ein großer Teil, dass der Film jetzt so toll geworden ist, hat mit ihm zu tun. Wie lange habt ihr geschnitten? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre, ja, wow. Genau. Also nicht, er hat dann auch Teilzeit gearbeitet, aber das war während dem Lockdown. Mhm. Er hatte dann keine anderen Projekte, wir hatten wirklich gut Zeit, an dem Film zu arbeiten. Also es war dreiviertel Jahre, haben wir das Material eingedickt quasi und dann war noch vielleicht ein halbes Jahr Montage. Wow. Ja. Jetzt, aber das hat dem Film gut getan. Ja, ich glaube auch, ja. Aha. Eine letzte Frage noch. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich Schluss machen. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte. So, Friedi, gibt es etwas, worüber Sie froh sind oder was Sie am wichtigsten finden, dass es jetzt an die Öffentlichkeit getragen wird durch diesen Film? Ja, eigentlich war für mich immer, die Frage war anders für mich. Ich frage mich immer, was will Ueli von uns? Was will er zeigen? Ich habe das immer sehr anonym wahrgenommen und konnte mich nur vielleicht verbal bei meiner Familie oder bei Ueli oder äußern, was ich so erlebe. Aber ich fand da keine Materie dran, das einen Film zu machen. Aber das war mit deiner Sicht vom Inspektor und vielleicht nicht mit den Fragen, wie dieser Austausch, wie unsere Zwänge sind. Wir haben natürlich sehr formelle Zwänge und die kommen in Kontrast mit unseren Gemütern, mit der Menschlichkeit und diese Fragen habe ich mir vielleicht vorher nicht gestellt. Und die habe ich mir jetzt auch mehr gestellt, weil auch in unserer Hierarchie gewisse Fragen kommen über unsere Professionalität, wenn wir so Zweifel haben. Und das ist klar, dass wir alle Menschen gleich behandeln müssen, aber ich wusste nicht, dass das interessant ist für die anderen Leute. Mhm. So. Und es ist auch nicht einfach, das durchzuziehen als Mensch. Gleichbehandlung zwischen Akten, wo meiner Meinung nach kriminelle Energie drin steckt. Wie zum Beispiel ein Mensch, der eine Trennung vortäuscht und dann untertaucht, damit seine Frau die Renten für die drei Kinder, die er gezeugt hat, vom Sozialdienst reinziehen kann. Und er gilt als ausgewandert und wohnt trotzdem da. Das ist für mich eine andere Dynamik als ein Typ, der irgendwie sein Leben einfach nur bestreiten möchte. Aber gleicher Fall vor dem Gesetz. Und diese Zweifel hat mir vielleicht der Film aufgezeigt. Was ich noch feststelle jetzt, das finde ich eigentlich auch gut, dass er jetzt in der Schweiz, ich hatte jetzt viele Anlässe, wir hatten Kinostart, dass sehr viele Leute betroffen sind und dann irgendwie das, ja, man schaut eigentlich bei so vielen Orten einfach immer weg und will das nicht wahrhaben oder es ist uns so ein bisschen, man weiß, da ist vielleicht was, aber wenn man es dann mal so sieht, dann sind die Leute schon betroffen und das finde ich eigentlich gut, dass man das mal, dass man mal genau hinschaut. Mhm. Ja, was vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben vom Dokumentarfilm ist. Ja, genau, das finde ich wichtig, dass man, und es kommen jetzt in der Schweiz auch sehr viele Politiker den Film schauen, das finde ich auch gut. Und würdest du sagen, es ist ein Schweizer Film oder es ist ein europäischer Film? Für mich ist es eigentlich schon ein europäischer Film, weil was man beobachtet auf dem Arbeitsmarkt, das ist ein globalisierter Arbeitsmarkt, ob der in Bern ist oder in München oder irgendwo. Und gerade speziell in der Schweiz, also ich habe eigentlich fast nur Ausländer angetroffen, auf Baustellen, Gaststätten, überall. Es sind eigentlich fast nur Ausländer
und die haben kein Stimm- und Wahlrecht und ich finde das eigentlich nicht in Ordnung. Und das sind in der Schweiz fast 25%. Mhm. Ja. Also das hat auch mit, das hat schon eine politische Komponente. Und der Film gibt denen vielleicht auch eine Stimme dadurch. Ja, ja, mhm. Also. Ja. Und dann ist sicher ein Problem mit den ganzen Drittstaatenleuten, das kennt ihr sicher auch in Deutschland, mhm. dass die fast keine Chance mehr haben, eine Arbeitsstelle zu finden in der Schweiz. Mhm. Seit wir die Personenfreizügigkeit haben mit der Europäischen Union, mhm. gibt es keine Arbeitsbewilligungen mehr für diese Leute. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist das Beispiel mit dem Mazedonier zum Beispiel. Genau. Ja. Ja. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank, Ulrich Ostbacher, Barbara Burger und Friediger sehr für den tollen Film, aber auch für das tolle Gespräch. Ja.